Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, einen flachen Bauch in 5 Tagen oder ein Sixpack in 2 Wochen oder 5 Tagen. Alles, was da immer so versprochen wird, ist im Prinzip eigentlich immer großer Mist. Gerade jetzt immer so zur Urlaubszeit oder auch gerne ums Neujahr rum, wenn die guten Vorsätze da sind und man Weihnachten ordentlich reingehauen hat, dann kommen diese Videos raus, die genau sowas versprechen. Und ein paar davon habe ich mir einfach mal angeschaut, haben teilweise über 1 Million Klicks gehabt, auch die Videos, obwohl sie erst 2-3 Wochen alt sind. Und ja, es ist im Prinzip großer Schwachsinn, was da erzählt wird. Nichts davon funktioniert. Sonst, ganz ehrlich, würde ich jetzt nicht 13 Jahre Sport betreiben und sonst hätte ich das Ganze nur 5 Tage gemacht oder 2 Wochen und würde genauso aussehen wie jetzt. Also, wie gesagt, großer Schwachsinn. Trotzdem haben die Videos viel Erfolg, weil einfach Bedarf da ist. Aber um einen flachen Bauch zu kriegen oder vielleicht auch ein Sixpack zu kriegen, muss man sich erstens vernünftig ernähren und zweitens auch regelmäßig und gut trainieren. Und ich habe ein neues Trainingsgerät jetzt. Wer mir vielleicht auf Instagram folgt, hat das schon gesehen. Da habe ich das schon mal kurz vorgestellt in der Story und auch in einem Instagram-Post. Das Video hier ist als Produktplatzierung markiert, obwohl ich das Gerät eigentlich nur von meinem Instagram-Account bekommen habe. Allerdings finde ich es so gut, dass ich es auch gerne hier bei YouTube mal einbauen möchte und auch mal wieder ein Fitnessvideo machen möchte, weil ich das schon lange nicht mehr gemacht habe. Und deshalb geht es hier in dem Video um diesen sogenannten App Roller. Der ist von CM Singh. Hier könnt ihr es sehen. Das Produkt habe ich euch unten in der Videobeschreibung auch mal verlinkt. Wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Das ist auch gar nicht so teuer und man kann hiermit wirklich richtig krass im Bauch trainieren. Ich habe wirklich den Muskelkater im Bauch meines Lebens gehabt, nur mit diesem kleinen Gerät hier. Man muss allerdings auch sagen, für einen Anfänger ist das Gerät nicht unbedingt geeignet. Man sollte schon eine gewisse Grundmuskulatur auch haben, auch gerade im unteren Rücken, da man sonst ziemlich schnell neigt, den Rücken aufzumachen und unten dann Rückenschmerzen bekommt im unteren Rücken. Also solltet ihr auf jeden Fall auch einen leicht oder einen gut trainierten unteren Rücken haben. Und dann könnt ihr auch wunderbar hier mit diesem Gerät trainieren. Ich zeige euch das gleich mal, wie ich das ausführe. Es gibt zwei Schwierigkeiten. Es gibt einmal die Schwierigkeit auf dem Knie und es gibt auch die Schwierigkeitsstufe, das im Stehen zu machen. Da muss ich vorweg gleich sagen, dafür fehlt mir persönlich die Kraft. Ich schaffe das nicht im Stehen, aber auf den Knien ist es auch schon sehr, sehr schwierig und das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen, wie man da auch die richtige Ausführung macht. So, hier haben wir im Prinzip alles, was wir brauchen. Die Rolle war halt einmal mit dabei und auch hier eine Gummimatte für die Knie, weil die meisten von euch werden es nur auf den Knien schaffen. Ich persönlich auch, hatte ich ja gerade schon gesagt, weil das wirklich jetzt im Stehen zu schaffen, ich kann euch gerne nachher mal einen Versuch am Ende des Videos zeigen, wie ich da kläglich scheitere. Da muss man wirklich ziemlich viel Rumpfmuskulatur und auch Tiefenmuskulatur haben. Die fehlt mir auch nach 13 Jahren Training noch. Dazu müsste man wirklich auch speziell in den Bereich reintrainieren, um das zu schaffen. Das habe ich all die Jahre nicht so gemacht. Und aus dem Grund mache ich jetzt die Ausführung im Knie. Ich werde meine Knie hier auf diese Matte legen. Und wichtig ist, dass man die Pobacken dabei anspannt, damit man nicht den Rücken aufmacht. Also ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass ihr nicht irgendwo die Spannung, die Körperspannung verliert und hier im unteren Rücken Schmerzen bekommt. Das geht relativ schnell, das werdet ihr nach wenigen Ausführungen schon merken, wenn ihr das verkehrt macht. Wenn ihr die Ausführung richtig macht, spürt ihr auf jeden Fall eine deutliche Spannung im Bauch, gerade hier in der geraden Bauchmuskulatur. Und ihr werdet auch merken, dass es etwas auf die Schultern, Arme und auch in den Latissimus reingeht. Denn auch da benutzt ihr diese Muskeln hier für die Übung als Hilfsmuskulatur. Auf den Knien, wie ihr sehen konntet, auch relativ schwer schon. Ihr habt gesehen, dass ich einmal auch die Beine übereinander gemacht habe, so ein bisschen überkreuzt habe. So bekommt ihr ein bisschen mehr Stabilität hinten in euren Arsch rein und könnt dementsprechend auch mehr auf euren Rücken achten. Beide Varianten könnt ihr machen, je nachdem, mit welcher ihr besser zurechtkommt. Die solltet ihr dann auch umsetzen. Ich wechsle das immer mal so. Am Anfang geht es meistens so, wenn ich mehrere Sätze gemacht habe, kreuze ich ganz gerne die Beine, um so noch mal ein bisschen mehr
den Hintern anspannen zu können, um halt nicht im Rücken aufzugehen. Und jetzt, wie versprochen, mal mein Versuch, das Ganze im Stehen zu machen. Ich werde, denke ich, kläglich scheitern, aber schaut es euch einfach selber an. So ist es einfach, muss man sich eingestehen. Vielleicht werde ich es irgendwann mal hinkriegen, wenn ich jetzt regelmäßig hier mit dem Gerät trainiere. Ich weiß es nicht, bleibt abzuwarten. Sollte ich es jemals schaffen, werdet ihr es entweder auf meinem Instagram-Account sehen oder vielleicht hier auch ein YouTube-Video dazu. Ich weiß es nicht. Mal schauen, ob ich es jemals schaffe. Da möchte ich jetzt bisher einfach noch nichts zu sagen. Ja, so, los geht's. Im Stehen. Auch hier wieder wichtig, Po zusammen. Und jetzt versuche ich es einfach mal. So. Und das war's dann schon. Also ihr könnt sehen, dass ich langsam runterkomme und sobald es nach vorne geht, falle ich einfach ungebremst, ja fast wie so ein nasser Sack da runter bei mir hier in der Rumpfmuskulatur, trotz jahrelangen Trainings, immer noch die Kraft fehlt, um die Übung einfach zu machen. Also das ist wirklich, ja, für wirklich Fortgeschrittene oder Experten kann man schon fast sagen. Ich kriege es leider nicht hin, aber auf den Knien kann ich euch versprechen, wenn ihr das so macht mit dem App-Roller, ist die Bauchübung auch schon wirklich richtig krass und geht auch richtig schön in den Bauch rein. So, und damit kommen wir jetzt auch zum Ende des Videos. Ihr habt hier gesehen, wie ich mit dem App-Roller mal eben ein bisschen trainiert habe. Ich mache in der Regel immer 3 bis 4 Sätze mit jeweils 10 bis 12 Wiederholungen. Mehr schaffe ich auch nicht, wenn ich das auf den Knien mache. Im Stehen, wie gesagt, gar nicht. Und als ich das erste Mal seit langem wieder gemacht habe, habe ich mich fast gekrümmt, so ein Bauchmuskelkater hatte ich. Ich hatte das Gefühl, ich kann gar nicht mehr aufrecht gehen. Mit dem Rücken habe ich Gott sei Dank keine Probleme. Mein unterer Rücken ist gut trainiert. Ich achte bei der Übung auch extrem darauf, dass ich den Rücken halt nicht aufmache. Ich hoffe, das konnte man jetzt über das Video auch so sehen. Es ist immer etwas schwierig, das mit einem etwas weiteren T-Shirt auch zu beurteilen. Wenn ihr Interesse an diesem App-Roller habt, wie gesagt, ich habe ihn unten verlinkt. Da seht ihr auch den Preis. Das Gerät ist relativ günstig. Dazu gibt es halt diesen App-Roller, der auch sehr stabil ist. Der wird ewig halten. Und halt auch diese Gummimatte für die Knie, die braucht ihr auf jeden Fall. Ihr habt gesehen, dass ich das hier auf einem blanken Stein mache. Und trotz dessen, dass die Gummimatte relativ dünn ist, reicht das vollkommen aus. Auch von der Größe ist ungefähr wie ein Mousepad, vielleicht etwas größer, aber mehr als ausreichend. Und tut auf jeden Fall seinen Dienst. Ja, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wer Fragen, Anregungen oder Kritik hat, kann es gerne unten in die Kommentare reinschreiben oder schreibt mich auch mal auf Facebook oder Instagram an. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und wer möchte, kann natürlich auch gerne hier meinen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!